So. Irgendwo da habe ich jetzt gerade den Cutscene gemacht. Also erstmal hallo und herzlich willkommen zurück. Die Aufnahmesession werde ich noch um eine halbe Stunde gerade verlängern. Deswegen, die habe ich noch. Zack, mal so kurz kaputt gemacht. Ach ja, ich wollte den hier rufen. Lasst uns wieder jagen. Es gibt nämlich übrigens, wenn ich diese... Ich habe ja von einer Liste gesprochen, die ich machen möchte. Denn mir selber ist aufgefallen, ich würde absolut gar nicht, und ich meine wirklich absolut gar nicht, so die ein oder andere Fertigkeit einsetzen, weil ich sie einfach nicht mag. Weil ich sie für nicht relevant halte. Weswegen ich halt mir sage, ich mache eine Liste, da arbeite ich dann alles ab und ich habe gerade den Timer noch nicht an. Ich würde hier auch gern im Schattenreich sehr gerne Eilish haben, einfach weil es leichter ist aufgrund des Heilens. Und hier können wir den Himmelskreis machen, die stehen gerade alle so schön. Ihr merkt, ich setze es jetzt etwas häufiger ein, habe ich letzte Folge angekündigt gehabt. Diese Kugeln hier, Kugeln des Geistes, werden noch ganz, ganz dolle wichtig für uns. Kurz der Hexe einsetzen, der liebe Tal, dem geht's nicht so gut. Er gibt euch meinem heilenden Kuss. Aha. Keine Lust. Ganz ehrlich, keine Lust. Ach, der Elko war das. Ich habe gerade überlegt. Einer der Charakter konnte nämlich auch Statusveränderungen beheben und uns immun gegen machen, aber das war der Elko und soweit bin ich mit ihm noch nicht. Ich hoffe, das zählt jetzt nicht als Spoiler, weil ich möchte eigentlich nicht spoilern. Es war eigentlich bloß wie laut nachgedacht. So, bis auf Eilish und Elko sind immer, also die beiden Nahkämpfer sind immer schön angeschlagen, die beiden Fernkämpfer so gut wie nicht, da fehlen meistens die FPS. Fertigkeitspunkte. Es ist wirklich so, ich bin einfach ein Fernkämpfer. Es ist einfach viel entspannter. Man muss einfach nur richtig zielen und schießen. Und dann ist gut. Hin und wieder halt mal ein bisschen ausweichen. Ihr werdet ganz viel Nahkampf, Fernkampf erleben. Nein, ich werde natürlich, was mein kleiner Bruder schon gesagt hat, was ich auch machen werde, ich werde auf jeden Fall alle Charakter spielen. Euch die Kombos versuchen von den Nahkämpfern, so gut es geht, ans Herz zu legen, was ich ja schon die ganze Zeit versuche. Ich werde alle Fertigkeiten zeigen und wenn ich extra dafür noch Kämpfe provozieren muss, extra. Wobei hier eigentlich der schönste Punkt ist, ich muss nicht mal trainieren. Es geht einfach nur, der Vollständigkeit halber, werden wir uns hier in dieser Welt übrigens ein bisschen länger aufhalten, aufgrund dieser roten Kugeln, die wir sammeln. Hier sind überall übrigens Smaragd-Elixiere drin, ich weiß nicht. Gut, wir können nämlich nicht so viele davon tragen. Deswegen lasse ich die anderen Vasen ganz. Kugel des Geistes aufgehoben, die müssen wir natürlich mitnehmen. Aha. Geschenke! Kugel der Macht, maximale FPS. Wem geben wir denn die jetzt? Wer hat sich die verdient? Ich würde sie dem lieben Tal natürlich wieder geben, damit er endlich mal ein bisschen mehr hat. Damit das mit ihm jetzt auch langsam mal ein bisschen aufgewertet alles wird. Ich stecke fast alle Kugeln in den Reihen, ich weiß. Ich bin schrecklich. Und dann spiele ich eben momentan mit am seltensten. Ja, so, wir kommen in den nächsten Abschnitt. Der ist jetzt... Shit, ich habe vergessen, uns zu heilen. Kann ich das noch schnell machen? Nein, natürlich nicht. Es geht gleich in den Kampf. Dann muss ich das so machen. Moment. So. Da war der Ton weg, cool. Dem lieben Tal geben wir eins und der lieben Buki, da die beiden ja auch nahe sind. Moment übrigens, wir werden mal ganz kurz den Nano-Verstärker nutzen. Denn der verdoppelt unseren Angriff. Was in dem Bereich sehr wichtig ist, da hier massig Viecher kommt. Achso, wir müssen ja erstmal wieder aufladen.
Wir dürfen uns, wir müssen echt versuchen, uns nicht von denen treffen zu lassen. Die haben so ein bisschen was Fieses drauf. Wobei ein bisschen ist noch echt untertrieben. Die haben mega viel Fieses drauf. Als Fernkämpfer kannst du auch in aller Ruhe, während die anderen noch kämpfen, hier alles einsammeln. Deswegen mache ich das mal schnell. Ich vergesse nämlich sonst immer die Hälfte an Krügen und Vasen, gerade in dem Bereich hier. Hier hinten liegt noch eine Kugel. Aua! Haben wir schon genug? Nee. Den Kuss der Echse hätte mal genug, aber den muss ich mir dann noch aufheben. Aber, Moment. Wir können doch den hier rufen, oder? Nee, natürlich nicht. Moment. Machen wir es so. Haben wir noch einen kleinen Gehilfen an der Seite? Denn dieser Wolf ist echt süß. Also ich finde den süß. So, was haben wir denn jetzt? Ach ja, wir haben hier noch Eisernen Krieger. Wir müssen uns hier ein bisschen auf, also ein bisschen rüsten. Nicht, dass wir es nicht schaffen würden sonst. Also ich kriege das trotzdem hin. Aber ich habe hier lieber immer ein paar kleine Hilfsmittelchen. Vor allem habe ich gerne sie hier in diesem Kampf, in diesem ganzen Bereich von Schatten, weil hier einfach halt viel Heilung benötigt wird. Huch, was war das denn jetzt? Du bist zum Glück gelaufen. Ich habe gerade nichts gemacht. So, haben wir noch zwei Sachen eingesammelt? Das ist schön. Meine Freunde kämpfen und die liebe Eilish, die guckt sich erstmal nach Schätzen um. So wird es doch gemacht. So, Kuss der Hexe. Denn man könnte ja mal ein bisschen mehr aufrüsten. Der Schild ist noch aktiv. Nano-Verstärker ja nun leider nicht mehr. Der Wolf bleibt bis zum Ende des Kampfes. Damit ihr das auch gleich mal so ein bisschen wisst. Gibt es also wirklich der Vollständigkeit halber, um die 100% zu kriegen, die ich haben möchte in dem Spiel, müssen wir uns, wie gesagt, hier ein bisschen länger aufhalten und genug von diesen Kugeln sammeln. Es ist übrigens auch gleich mal direkt, ja, ich nehme das jetzt echt vorne weg. Aber das mit den Kugeln ist auch eine schöne Möglichkeit, Geld zu farmen. Man sammelt Erfahrungspunkte und gleichzeitig Geld, kannst du sagen. Es ist auch kein Spoiler. Ich habe mir sagen lassen, dass sowas nicht als Spoiler zählt, wenn ich sage, dass man mit bestimmten Gegenständen farmen kann. Huh. Noch mehr. Ah ja, kriegen wir schon hin. Ach ja, oh, man sollte... Tal ist übrigens weg, da kann ich jetzt... ach, scheiße, noch nicht. Moment. Da setze ich die Schattendimension ein, damit hole ich ihn zurück. Mein Handy klingelt. Ich bin froh, dass ihr es nicht hört. Also es klingelt nicht, es ist, vibriert lustig vor sich hin. Ist aber doof, wenn es immer mitten in der Aufnahme ist. Das verstehen aber die meisten nicht, dass ich sowas hin und wieder auch mal tue. Das gibt aber bestimmt Ärger, denn es war die Mama. Nein, auch sie muss begreifen, dass ich nicht immer erreichbar bin. Nein, ich habe meine Mama lieb. Ich bin wie jede Tochter. Ich finde, meine Mutter ist ein bisschen eigen, aber ich habe sie lieb. Aber ich glaube, es gibt immer Momente, wo auch die Kinder... Wo nicht nur die Eltern die Kinder peinlich finden, sondern auch mal andersrum. Wollte ich übrigens schon lange mal gesagt haben. Das ist sehr schön, dass ich das jetzt in einem Let's Play tue. Ich wollte das schon echt immer mal sagen, dass es Momente gibt, wo nicht immer nur wir Kinder den Eltern peinlich sind, sondern halt auch mal andersrum.
Das ist schrecklich. Absolut schrecklich. Gerade im Let's Play, das sagt man doch nicht. Na, ich habe meine Mama trotzdem lieb. Aber sie muss sich in den ungünstigen Momenten anrufen. So, wir sind also jetzt sind wir sehr erfolgreich durch die diesen 3-Etappen-Kampf gekommen. Waren wirklich nur 3 Etappen mit relativ vielen Gegnern allerdings. Und die hatten dann zum Schluss uns ein halbes, Schadensprobleme hinterlassen. Jetzt ist hier eine Tür. An der bin ich übrigens das erste Mal eiskalt vorbeigelaufen. Kam dann natürlich nicht weiter unten in dem Abschnitt, wo wir gerade gekämpft haben. Denn das Tor ist zu, das andere. Wir müssen hier rein. Und ich wusste nicht weiter. Ich bin dann zurückgerannt und wieder hin und her. Ja, bis ich dann irgendwann diese Tür fand. Dieses Buch ist scheinbar in einer altertümlichen Sprache verfasst. Ich muss wirklich mich als Verteidigung sagen, auf meinem alten Bildschirm hast du fast nichts erkannt im Spiel. Ältere Bände voller anthropomorphischer Sagen und Berichte über die Taten Moos füllen die Regale. So, hier haben wir ein Bett, das können wir uns nicht untersuchen, aber hier ist eine Leiter. Nein, auf meinem letzten Bildschirm, der war halt kleiner. Und aus diesem Grund hast du in diesen dunklen Bereichen hier, in dieser Schattenwelt, nicht so viel überall gesehen. So, jetzt kommt eine Sequenz. Ich wusste, ihr würdet kommen. Ich bin Hexam, Nachkomme von Köln. Wie kamt ihr hierher? Völlig unerwartet. Ah, ihr nutztet sicher das Portal. Ich würde eher sagen, dass es uns benutzt hat. Dann habt ihr keinen Navigationsstein? Wir haben keinen Schimmer. Ihr müsst das Portal irgendwie aktiviert haben. Vielleicht durch einen plötzlichen Kraftstoß magischer Energie. Wie dem auch sei, ohne Navigationsstein könnt ihr nicht weg. Was? Die Portale der Schattendimension gab es schon vor dem gespaltenen Zeitalter. So gelangten wir anthropomorphe her. Leider schafften es nicht alle, sodass nur noch wenige von uns am Leben sind. Wir konnten unser Nirvana nicht erschaffen. Na, hochinteressant, aber wir müssen zurück nach Hause. Wo können wir einen solchen Stein finden? Am Anfang gab es nur einen Navigationsstein. Als Saigo jedoch zu Deki in zwei teilte, wurde der Stein zerschmettert. Das größte Stück, der Stein der Welten, wurde Lord Farx Nor. Ein weiteres Stück fiel einem Krämer namens Kermo in die Hände. Mhm. Die letzten Stücke brachten die Handlanger Haigos im dunklen Atlona an sich. Aber wozu erzähle ich euch das alles? Ihr dürft den Navigationsstein nicht benutzen. Er ist zu mächtig und könnte leicht missbraucht werden. Deshalb wurde bestimmt, dass nur ein anthropomorpher Krieger dieses Artefakt einfordern könnte. So lautet das Gesetz der Götter. Ich bin Buki, Kriegerin der Shadani. Ich könnte ihn einfordern. Also gut. Aber hör, der Stein bringt große Verantwortung mit sich. Um zurückzukehren, müsst ihr nach Norden reisen und den Navigationsstein in der Gruft auf Farex Lors Insel finden. Dies ist der Schlüssel zur Gruft, aber wisset, Geister darin werden Farex heiligen. Wenn ihr die untoten Wächter des Steins besiegen könnt, musst du, junger Buki, die Ruhestätte des Steins erklimmen und ihn einfordern. Sind dir die Götter wohlgesinnt, werden sie dich erhöhen. So. Also wieder ein kurzes Stückchen Zwischensequenz. Besuche Hexam und bitte ihn um Erlaubnis, bei ihm rasten zu dürfen. Das wollen wir natürlich auch gleich tun. Wir haben ja noch ein paar Minütchen Zeit. Also, Kamo haben wir schon kennengelernt.
Der hat auch schon vom Navigationsstein gequasselt. Nein, wir wollen nichts über Schattenreich erfahren. Dankeschön. Sehr lieb, aber nein. Ja, bitte einmal ruhen. Und vollständig erholt. Super. So, jetzt können wir natürlich munter drauf los. Wir haben von Hexam einen Schlüssel bekommen. Den zeige ich euch auch gleich im Inventar. Wir wollen das ja auch sehr genau führen weiterhin. So, Moment. Also unser Auftrag, Rückkehr nach Illumina. Sucht den Navigationsstein in der Grabstätte von Pharix Loa, die Hexam erwähnte. Ohne diesen Stein kommt ihr nicht nach Haskilia zurück. So, wir hatten ja... So, Wolfsgeist, Fledermausgeist und den Adlergeist. Finde ich sehr lustig, dass das alles Geister sein sollen. Sehen aus wie Zombies. So, Wolfsgeist. Ist ein Nahkampf, immun gegen Betäubung und Vergiftung, in der Lage, die Angriffe ihrer Verbündeten zu beschleunigen. Tipps, verwendet Fern- oder magische Angriffe, verringert ihre Geschwindigkeit des Angriffs mit Fertigkeiten wie Verlangsamen. Ich finde die ehrlich gesagt sehr lustig. So, Fledermausgeist, Angriffe, Fernangriffe, Fähigkeiten, immun gegen Vergiftung, Betäubung, in der Lage, Gegner zu vergiften bzw. aus großer Distanz zu treffen. Tipps, verwendet Gegenstände oder Charaktere mit einer hohen Giftresistenz. Und der Adlergeist, Nahkampf, immun gegen Betäubung und Vergiftung, in der Lage, Gegner zu schwächen. Tipps, greift sie von hinten an, um ihren Schwertern zu entgehen. Damit haben wir das voll. Wir haben natürlich wieder einen schönen Stufenaufstieg. Wir nehmen bei Eilish wieder die Energie. Ehrlich gesagt, ich würde doch gerne zwei drauf Clash schmeißen gleich mal. Damit nämlich die fertige Heilung etwas besser läuft. So, bei ihm einmal da rein. Und ganz wichtig, einmal da rein. Denn wir haben mehr Fertigkeitspunkte mittlerweile als HP fast, kann man sagen. So, und natürlich den lieben Elko, eine Giftwolke. So, wir haben Galex Schlüssel, Hexams Schlüssel, ein alter rostiger Schlüssel halt. Ansonsten, ach ja, Kugel der Geister, eine große leuchtende Kugel, werden wir nachher gleich sehen, wofür wir die brauchen. Und Kugel des Geistes, die Himmelskugel, die den Geist eines gefallenen anthropomorphen Kriegers enthält, bringt diese kostbare Kugel zu Pete, dem Fährmann, in der Schattendimension, damit dieser die Seele ins Jenseits entlassen kann. Das ist übrigens das, was ich meinte, dass wir die noch sammeln müssen, dass das so ein bisschen Geldfarmerei ist. Allerdings nicht gleich, denn wir kriegen von Pete natürlich noch etwas anderes. Geld ist ja eigentlich in dieser Schattendimension nicht wirklich was wert. Schattenwelt. Warum es immer noch nicht nach oben rutscht, verstehe ich nicht. Ist mir auch ein bisschen zu hoch gerade, ehrlich gesagt, was den Punkt der Speicherstände angeht. Hauptsache es speichert. So, natürlich stürzen wir uns gleich nochmal in den nächsten Kampf. Denn natürlich lassen uns die Geister nicht einfach so passieren. Aber ich bin ja böse. Ich mach's gleich mal so. Psadum. Man sieht übrigens, was für einen schönen großen Radius die haben. Und man hat gerade sehr schön gesehen, wie viel Schaden das gemacht hat. Das hat vorher 500 oder 600 noch was gemacht. Jetzt waren es 900 noch was. Da sieht man aber auch gleich, wie viel die echt aushalten, wenn man bedenkt, wie viel wir hier drauf prügeln. Es ist echt hart. Nehmen wir mal die Feuerkugel, die stehen gerade alle so im Batzen da rum. Feuerkugel verbraucht auch relativ wenig im Vergleich zu vielen anderen. Ja, sieht gut aus. Eins, zwei. Was war denn das gerade? Hallo? Und das war's auch schon. Schick. Haben wir da hinten eigentlich noch eine Kugel liegen? Nö, Gott. Also ich möchte wirklich keine dieser Kugeln liegen lassen. Alle sehr wichtig für mich. So, öffnen. Ihr habt das Tor mit Hexams Schlüssel aufgesperrt. Jetzt bin ich mal gespannt. In meinem privaten Speicherstand habe ich hier nämlich den nächsten Bug entdeckt gehabt. Aber nein, seht ihr? Jetzt werden wir geheilt.
HP und FP. Eure Kugel des Geistes ist verschwunden. Die nächste taucht hier auf. Das ist nämlich die Fähigkeit dieser Kugel. Sie geleitet uns sicher und ohne Schaden, sondern mit Genesung, über diese Brücken. Ich glaube, man nennt sowas Geisterbrücken. Ich bin mir nicht ganz sicher. Flammenelixier mitgenommen. Wir nehmen mal so alles ein bisschen mit. Könnte helfen. Bup. Haben wir ein bisschen was jetzt wieder eingebüßt gehabt und benutzt gehabt. Ist eigentlich also ganz gut. Schutztrank mitgenommen. Haben wir noch einen Speicher? Überlege ich gerade, ob noch ein Speicherpunkt vor Farex Lore kommt, außer dem hier. Ich glaube nicht. Ich bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher. Nee, ich bin mir gerade echt nicht hundertprozentig sicher, deswegen mache ich hier nochmal einen Speicherpunkt. Also ich habe mir wirklich nicht gemerkt, wo überall diese ganzen Speicherpunkte versteckt sind. Aber ich befürchte, wir werden Farex Lore eh erst in der nächsten Folge machen. Deswegen, ich werde mal gucken. Du wirst so sterben. Schön. Es handelt sich um die Geister gefallener Krieger, die auf ewig in der Halle der Schädel verbannt wurden. Es ist... Lore ist der Bezwinger des Todes und ihr nur das Schutz. Ihr seht hier schön die Schädel der Geister, gegen die wir hier auch kämpfen. Du wirst sterben. Das ist ein Wildschwein. Oder? Das ist ein Schwein. Lore ist der Bezwinger des Todes und irrt nur das Schutz. Ja, ja. Für dieses Pfahl scheint ein Schädel zu fehlen. So, ich möchte ganz kurz gucken. Farex wird seine Augen Blut trinken. Wir gehen mal gucken, ob da ein Speicherpunkt ist. Wenn nicht, müssen wir halt nochmal zurück. Dann beende ich die, würde ich nämlich die Folge jetzt hier beenden. Ja, wir sind natürlich voll aufgeladen, deswegen verschwinden die hier einfach bloß. Und es sieht sehr nach keinem Speicherpunkt aus, so ein Ärgernis. Eure Kugel der Geister ist verschwunden. Nein, natürlich nicht, aber wir schaffen den Kampf nicht mehr. Das ist jetzt natürlich ärgerlich. Na gut, nehmen wir die Kugel mit und gehen wieder zurück. Tut mir leid, meine lieben Leute. Aber ich möchte ehrlich gesagt, dass ihr sowas natürlich auch seht. Das ist meine Fails von dem bisschen, was ich halt nicht mehr kenne. Dann gehen wir nochmal durch die Halle der Schädel. Vielleicht hören wir noch ein paar Beschimpfungen. Und ich werde die Folge jetzt auch wirklich gleich beenden. Ich werde das natürlich schön am Speicherpunkt machen, damit ihr das auch seht. Und hören wir noch Beschimpfungen? Du bist ja nun in der Hand von Farex Lore. Das ist dein Ende. Na super. Komme ich nicht zurück, dann werden wir natürlich jetzt hier zick machen und wir sehen uns dann am Speicherpunkt wieder in der nächsten Folge. Und dann sage ich damit... Du wirst sterben. Alter, halt den Mund. Und damit sage ich ciao, bis zur nächsten Folge bei Sudeki. Wie von hier oder leider in